Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-Fahr-Map 1.8 ohne Gräben. Ja, ich fahre diesen hier mal Richtung Hof, weil ich den verkaufen will, weil er mir zu unstabil auf der Straße ist. Und dann hole ich mir lieber noch einen Zweiachser davon, wenn ich nur noch mal einen brauche. Und wir bringen hier nochmal Futter bei die Rinders, sozusagen. Bisschen Kraftfutter. Oh. Ja, wie ihr gemerkt habt, gestern kein Livestream von mir. Hatte ich auch schon angekündigt, hatte keine Zeit. Also das ganze Wochenende hatte ich keine Zeit dafür. Leider. Nächstes Wochenende aber, da könnte es was geben. Und übernächstes vielleicht auch. Also nicht enttäuscht sein, sondern dann einfach einschalten. So. So, hier stehen wir. Stellen wir jetzt mal hier ab. Licht aus, Motor aus. Abfahrer einlassen. Und wir kümmern uns mal ein bisschen um Gülle. Und holen mal ein bisschen Gülle von den Rindern und von den Schweinen. Und bringen das hier auch zur Düngerproduktion. Und ja. Ja, wir gucken auch gleich noch nach Feldern. Ich werde noch gucken, ob ich schon wieder irgendwas verkaufen kann. Was ich auf jeden Fall gleich noch verkaufen kann, sind Pellets. So, voll machen. Und ich guck mal, wie es denn mit der Brauerei aussieht. Oh, hier wird nicht produziert. Warum nicht? Was fehlt hier? Was fehlt hier? Weizen fehlt hier. Mist. Hier drüben wird produziert. War noch nicht voll, aber... 15%, okay, alles klar. Abfahrer entlassen. So. Und verkaufen. Ab zum Händler. Verkauft. So. Kommen wir uns um Gülle. Oh.
Wir kümmern uns um Gülle. Haben wir denn noch Weizen im Silo? Ach, ein bisschen. Gerste jede Menge. Hopfen haben wir auf jeden Fall auch noch jede Menge da. Das ist gut. Ist voll, ist voll. Einmal abpumpen. Und einmal das Fass wegbringen. Ja, wir werden dieses Wochenende auch noch nicht mit der Ernte anfangen. Sag ich jetzt mal. Vielleicht fangen wir heute Nachmittag mal an, Ernteflotte bereitzustellen, aber wir fangen noch nicht mit der Ernte an. So. Hierhin. Ach, da steht noch eine Zugmaschine vor. Naja, das ist ja umso besser. Dass ich die hier dann einfach hier hinstellen kann. Licht aus natürlich. Nein. Hof, Silo Brauerei. Ladung am Startpunkt. Hopfen will ich haben. Ja, man muss auch hingucken, ne, wenn man das macht. Wo finde ich jetzt? Da war Hopfen. Aber ich versuche ihn jetzt mal auszutricksen. Versuche nämlich jetzt erstmal, ihm hier Weizen einladen zu lassen. So viel Weizen haben wir ja auch gar nicht mehr hier. Gelegenheit können wir eigentlich mal gucken, was die Felder machen. Fast alles erntereif. Fast alles. Also was wir haben. Gucken, was das kostet. Das haben wir nicht. 4,7 Millionen. Schade. Mal eben niesen. Entschuldigt bitte. So. Sorry.
Ich wieder. Aber wisst ihr was? Ich kaufe jetzt keine Felder mehr. Habe ich jetzt keine Lust. Nee, 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 nee. Meine ich. Im Moment nicht. So. Ja, weiß ich, ist leer. Aber Hopfen ist noch drin. Ja. Und nicht zu wenig. Das füllen wir jetzt einmal. Und dann gucken wir mal, ob er das automatisch dann vernünftig dahin bringt. Und ob wir dann eben die, erstens die Brauerei wieder auffüllen. Und zweitens natürlich im Hofsilo Platz schaffen. Immer nachher ernten. Weil ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so schlau ist, was wir machen. Weil wir ja gleich eine Hopfenernte auch haben werden. Und wir haben ja hier auf Feld 4 ist ja Hopfen. Feld 4 ist Hopfen. Aber ja, ach komm, egal. Das wird schon. Ja, bitteschön, einmal fahren. Das ist doch alles gut, das ist alles gut. War noch irgendwas, was ich machen wollte, ich habe es aber vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ach so, nee, habe ich nicht vergessen. Ja, nicht wundern, dass ich mich hier einfach so schnell wieder durchsteppe. So. Wollte doch Pellets verkaufen. Auch wenn es nicht viel bringt. So. Wo kriege ich am meisten für Pellets? Wahrscheinlich immer noch da hinten beim komischen Dingenskirchenwerk, wa? Ich sehe jetzt gar nicht die Pellets. Ist ja wieder was gesprungen. Ganz toll. Da, Pellets. Heizkraftwerk. Aber das passt ja. Das ist ja nicht so weit weg. Es ist ja zumindest dichter dran als das Strohkraftwerk. Dann fahren wir da doch mal hin und verkaufen da so ein paar Pellets. Ich rede schon wieder die ganzen letzten paar Folgen in dieser Aufnahmesession sehr leise, kann das sein? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich vom Hals her so ein bisschen angegriffen bin, so ein bisschen heiser. Sorry, tut mir leid. So, oh, 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 oh. Moin. Halt! Ich war zu spät. Jetzt bin ich mal gespannt, wie und ob der da gleich was abkippt. Ja.
Ja, Weizen wird da los, sehe ich da links oben. Super, jetzt fährt er ein Stück weiter. Fährt er jetzt wieder zurück, oder wie? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Kurs eingefahren habe. Den so eingefahren habe, dass er beide fährt. Ne, sieht nicht so aus. Er scheint jetzt wieder hierher zu kommen. Zum Hof zu fahren. Ja, müssen wir mal beobachten, gleich bei der nächsten Durchfahrt. Ich habe jetzt nur mal unten in die kleine Übersichtskarte geguckt. Und, ja. Er hat auf jeden Fall hinten noch Hopfen drin. Ne, ist egal. Auf jeden Fall kann jetzt erstmal wieder auch Fassbier produziert werden, dadurch, dass wir Weizen hingebracht haben. Das funktioniert dann erstmal wieder. Das ist schon mal schön. Molkerei läuft, alles schön, alles schicki. Oh, liebe Leute, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist spät. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, Like, Kommentar, Abo dalassen gerne. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meine Homepage. Oder, was auch immer. Nein, schaltet vor allem heute Nachmittag wieder ein zur nächsten Folge. Let's play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, mache hier noch eben ein bisschen Ordnung. Stelle hier meine Fahrzeuge vernünftig hin. Ist der überhaupt noch unter Dach? Ja, gerade noch so. Ja. In diesem Sinne, wie ich schon sagte, verabschiede ich mich. Wünsche euch einen schönen Sonntagmittag. Bis gleich. Ciao.